Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mutant Year Zero. Wir sind gerade dort angekommen, wo wir Selma getroffen haben und wollen uns jetzt hier weiter umschauen und da oben warten diese dreckigen Ghoul auf uns. Und ich habe schon einen Ghoul gesehen, den ich nicht mag. Genau. Der jetzt spricht. And stop calling me ugly face. Look at your face. I can't look at my face. It's my face. Now put your eyes out there and look for intruders. I cannot look at my face. It's my face. Yeah, true. Ja, aber der Typ da links, der hat ja dieses Grammophon auf dem Rücken und damit, ja, ist ein Schamane. Der kann damit andere rufen. Oh mein Gott, der hat 16 Schadenspunkte, die er ausfällt. Das kriegen wir nie lautlos hin. Keine Chance. Das wird... Oh mein Gott, die sind Stufe 10. Vielleicht sollten wir doch erst zum... Ja, ich habe mich gerade entschieden, dass wir doch erst zum... Zu dem Dings gehen, weil wir sind Stufe 7. Das ist ein bisschen heftig. Dass wir doch erst zu dem hier Hubschrauber gehen werden. Oh mein, oh, da spawnt er rein. Weil die, nee, Stufe 10 ist mir ein bisschen viel. Die Runde waren Stufe 5. Ich glaube, das zeigt uns auch mehr, dass wir in die Richtung gehen sollen erstmal. Denn ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufleveln. Aber das ist okay. Ich wollte ja eh dahin. Ich hätte das hier gern alles erst geklärt, aber das Game zeigt uns, dass der Weg nicht immer so einfach ist. Schauen wir erstmal hier vorbei. Ja, da ist der Hubschrauber, ich dachte es mir. Die Hochstraße. Und hoffentlich haben wir dann noch die Möglichkeit, ihre Boni ein bisschen besser zu nutzen. Ich hätte gerne eine bessere Waffe für sie, ganz ehrlich. So ein Pipegewehr oder sowas. Neuer Schauplatz entdeckt, der gefallene Engel. Aha, also sie bezeichnet es als gefallenen Engel. Mehr Schrott. Schrott ist immer gut. So I was talking to Iridia and she told me about this ancient machine she had seen out in the zone, not too far from here. She said it looked like it had fallen from the sky, crashed into the ground and it spread more than enough scrap around for us. I didn't sign up to hunt some ghoul looters. This is ridiculous. They're everywhere. Ein schlechter. Okay, ich hab's lieber, wenn ich nur eine Person wirklich steuern muss. Das ist aber okay, denn den Schlechter können wir instant wegziehen. Sogar mit ihr einfach. Ich würde sagen, wir warten einfach hier. Das finde ich ein bisschen doof, wo du dich versteckst, Mädchen, aber ist cool, lass ihn rankommen. Ich gehe mal davon aus, dass ich versteckt bin, solange ich im Versteck bin. Wirklich, ohne dass er uns sehen kann, selbst wenn er neben mir steht. Ich wurde entdeckt. Really? Okay. Ist interesting, aber das ist trotzdem lautlos. Und sollte die anderen nicht triggern. Okay. Darauf hatte ich gehofft. Und hier ist was Spezielles. Der Jäger wird ein bisschen schwieriger. Kriegen wir schon hin. Man muss hier sehr bedacht vorgehen. Es ist nicht so XCOM, wir laufen rein, wir triggern, wir töten. Oh, hier glitzert so vieles, Leute. Es ist so schön. Da können wir ganz viel abgriffeln. Das mag ich. Ganz viel geilen Scheiß. Und ich hoffe auch ein paar Medkits. Lecker Med. Oh, defektes Elektrogerät. Das nehmen wir gerade mal mit. Dem sein Kram. Hipster Obsttester. Ein Energieziegel mit dem Bild einer Frucht auf der einen und einem ständig... Die Musik, Und einem ständig blinkenden Batteriesymbol auf der anderen Seite. Wurde für die Bestimmung des Reifegrades von Früchten verwendet. Laut der Chronisten hatte dieses Gerät eine Sekundärfunktion für das Abspielen von Musik mittels Hörmuscheln. Chronist Hippokrates. Ja, natürlich, das ist der Fruchttester, klar. Mehr Artefaktpunkte ist immer gut. Wir könnten einfach hier warten.
Und vielleicht schaffen wir es. Ja, ein extra Crit können wir nicht. Doch, kriegen wir hin. Wir haben sogar wieder die Möglichkeit. Vielleicht sollten wir das machen, denn dahin sind noch ein paar. Ja, geh noch ein Stück. Es könnte sein, dass das nicht nah genug ist. 100%, okay. Das heißt, du machst erstmal 100... 20% Crit nur. Es könnte sein, dass wir es nicht lautlos hinbekommen. Ich werde es... ich werde dafür sorgen, dass es... Oh nein, dann schießen wir vorbei. Yeah, that's bad. Feind hat mich gehört. Scheiße. Damit triggern wir die anderen. Das wird nicht schön. Und wir können ihn nur mit ein bisschen Glück killen. Aber 30% Crit-Chance, ja? Wenn wir einen Crit kriegen, ist er tot. So oder so. Es war scheiße, dass wir ihn jetzt nicht gekillt haben. Das ist richtig kacke. Und die anderen noch getriggert. Das ist echt BS. And that will hurt. Das wird uns wehtun. Der hat ein Pipegewehr, der Drecksack. Please don't shoot. Oh, I hate my life. Oh Gott, ein Häuptling? Die haben Overwatch? Ich hätte erst gucken sollen, ob da noch ein paar andere sind, die wir abgriffen können. Oh scheiße, Ozonenhunde. Yeah, that's gonna be bad. Ich sehe nicht, dass wir genug Damage dafür haben. Wenn du noch ein Stück... Ja, maybe. Okay. Oh Gott, ein Medbot? Ja, wir hätten uns erst nochmal umschauen sollen, ob wir ein paar leichte Ziele kriegen. Merken, Gary, merken. Du hast einen Molotow. Damit kannst du zumindest schon mal dafür sorgen. Okay. Okay, Selma kann den wahrscheinlich töten. 25%, du willst mich doch verarschen. Und den Pyro könnten wir wahrscheinlich festhalten dort. Und dafür habe ich auch noch meinen Schädelspalter geopfert, ne? Das ist wunderschön. Du hast keinen Molotow, sie hat einen Molotow. Aber ich würde gerne den Molotow mit Bormin nutzen. Das Dumme ist, Bormin kann den Typen killen, als einziger. Sicher killen. Und ich habe das Gefühl, das ist notwendig. Das Dumme ist halt, dass nur sie noch einen Molotow hat. Und das suckt. Sie könnte die alle festhalten. Ganz ehrlich, Dax ist der, den ich am wenigsten brauche gerade. Ich habe nur 25% Crit-Chance, weil ich ihn nicht flankieren kann. Hier könnte ich ihn flankieren und hätte auf jeden Fall 100%. Ich könnte ihn auch einfach mit einer Granate töten, dann wäre auch Ruhe. Oder ich schmeiß da eine extra Granate noch mit rein, damit die schnell weg sind. Aber der wird auf jeden Fall dann Bormin killen. Ich, so dumm es auch ist, ich muss das machen. Und so gut ich den Schaden auch woanders gebrauchen könnte. Denn ich will die festhalten und ich will einen Molotow reinwerfen. Weil das die beste Methode ist gegen die. Goodbye, Baum. Und dann kannst du hier hin und wirfst den Molotow. Ich kann auch nur maximal die drei festhalten. Okay. Gut, dass das eine Bereichsaktion ist. Und sie kann nochmal feuern? Das ist nice. Leider nur auf einen der Köter.
Auf einmal hin, ne? Treffen kann sie nicht. Das ist so typisch. Okay. Molotov. Die, you bastards. Leider nicht wirklich viel Schaden. Oh, der Pyro ist immun. Willst du mich verarschen? Ah, hättest du nicht durchs Feuer laufen können? Okay. Und er kann jetzt doch verbluten. Ach ne, das konnte auch vorher, glaube ich, ne? Ja, und keiner läuft durchs Feuer, ihr kleinen Schweine. Ihr könnt nichts machen. Du bist immun aus irgendeinem Grund, was ich total blöd finde. Jetzt rennen wir auch mein Tod eigentlich. Und wen töte ich denn bitte? Ich kann nicht alle töten. Die kann hier am wenigsten Schaden machen. Let's try. Zur Not laden wir, was soll's. Bleibt uns eh nix. Oh, was zur Hölle ist das denn bitte, Leute? Und das bedeutet jetzt, sie ist völlig ungeschützt und steht da rum. Yeah, that's nice. Und er wird eh gleich wieder abgeballert. Das ist ja bescheuert. Echt nur 75% nur der Zonenhund ist ein sicherer? Goddammit. Es könnte gut sein, dass wir neu laden müssen, Leute. Es könnte gut sein. Sie will nicht aus meiner Heavy-Deckung raus. Und sie kann echt nichts mehr machen. Das ist ja ein Beschiss. Ich hätte direkt das Medkit machen sollen und nicht erst hinlaufen. Das ist wieder was an der Mechanik, die ich nicht verstehe bisher. Ist überhaupt irgendeine in Sicht? Nö, ist alles Quatsch. Ich muss einen Overwatch machen. Overwatch. It's gonna be bad. It's gonna be so bad. Dead. Selbst wenn wir hier rauskommen, wir sind nicht in der Lage, noch was zu tun. Ich meine, ihr brennt immerhin ein bisschen, das ist schön. Pyro leider nicht. Sam ist dead. So oder so. Der Drecksack heilt ihn noch. Ja, wir haben keine Chance. Ja, sie ist tot. Den Zonenhund dazu bringen, dass er gleich down ist. Der wird auf jeden Fall tot sein. Oh, schön, dass ich den Baum damit zerstört habe. Ist ja geil. Ja, und Bormann ist auch tot, weil wenn er durchs Feuer rennt, dann ist er... kriegt er extra Schaden. Meine ich, dachte ich. Pyro ist außer Reichweite und kannst nichts machen, ey. Das ist wunderbar. Ja, das war Failed Attempt Number One. Das war definitiv. Sent to the farm? Ich will mir gleich angucken, was das bedeutet. Erstmal schauen wir, wie wir sterben. Ah, der Hund ist tot, das ist gut. That is so unfair. Dreckiger Medbot, warum hilfst du mir nicht? Ja! Volle Deckung, by the way. Volle Deckung. Volle Deckung, wollte ich nur gesagt haben. Put 5 Zone Dogs to sleep, okay? Ja, Gott wart dann halt auch, ne? Ich kann nichts mehr machen, das ist vorbei. Ja, ich hätte wieder den Schädelspalt, aber was soll's.
Das ist 100%. Das ist alles, was ich machen kann, ihm noch ein bisschen Schaden zu fügen und dann sind wir tot. Hundi ist zumindest tot. Ja, da müssen wir anders rangehen. Wir müssen echt ein paar wegziehen. Die ganzen Vierer müssen zuerst alle tot sein, dann können wir hier richtig agieren. Aber hey, so lernen wir, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall die Vierer wegziehen, dann können wir uns an den Zehner wenden, der hier... Ja, verblutet halt, who cares? Die. I don't care. Ich kein Medkit mehr. Ach so, da war ein Overwatch. Das ist so unfair. Oh, so geil. Bye bye. Bye bye, Dax. You dead. Ich kann den Pyro nicht mal töten, wenn ich will. Dieses Ding ist so ein Arsch, ey. So viele Köter, so viel... Sie ist schon tot. Und das ist jetzt wirklich tot, denke ich. Im Gegensatz zu Dax, der aus irgendeinem Grund wieder aufgestanden ist. Kann ich das nachgucken? Ne, kann ich momentan nicht. Just because. Er bräuchte einfach die ganze Zeit nur feuern, weil irgendwann treffen die. Abgesehen davon, dass ich dazu noch brenne. Ja, das war das, Leute. Das können wir wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter sehen. Kann ich mir vorstellen. Oh, es ist so gemein, ey. Hätte nur der Ambush funktioniert, ne? Der gefallene Engel. Okay, wir sind aber richtig. Das war der erste Ambush, den wir hier gemacht haben. Gut. Okay, wir wissen, den Jäger lassen wir in Ruhe. Wir können uns den Kram noch schnell holen wieder. Okay. Die Obsttester. Gut, gehen wir das mal anders an. Ja, die da werden wir auf jeden Fall zusammen bekämpfen müssen. Wenn wir den Medbot auch noch wegkriegen könnten vorher, dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was gewonnen. Okay, den schlechter kriegen wir aber. I'm going alone. Ja, dich habe ich gerne als Vorunterstützung wenigstens hier. Und dich hier. I hate my life. Really? Ja, können wir gerade vergessen. Oh, ich hasse es. Das ist Blödsinn. Brauchen wir gar nicht das weitermachen. Wir haben gesehen, dass das nicht funktioniert. Wir haben es gesehen. Ich wäre auch dabei, dass wir den Pyro noch weghauen. Irgendwie vorher. Follow me. So. So ein Scheiß, ne? Nur weil er entdeckt wurde. Ich hab geklickt. Ich hab mehrfach geklickt, aber er wollte nicht. Er wollte sich nicht verstecken. Vielleicht habe ich ihn dabei sogar wieder aus dem Versteck rausgezogen, was total dumm ist. Geht mal ein bisschen schneller, Mädels. Okay, aber ich muss mich nur an das System gewöhnen, dann geht das hier auch. Okay, der Schlechter kommt bis hier hin. Which is nice.
to get this stuff back to the Rayon before Grey One knows we're gone. Look at these things. We are heroes. Grey One will love us. Make us our favorites. Grey One is our leader, not our friend. She sees these goodies, she takes them, kills us. Ah, stick it up your nose hole. Grey One is a weak old hag. Oh, I hope she didn't hear that. Did you hear that? I'm sorry, Grey One. Super. Okay, du wirst hier bleiben für den Notfall. Und Dax geht hier oben hin. Dann kriegen wir den auf jeden Fall. Wir dürfen halt nicht daneben ballern, das ist halt das Problem, ne? Ich würde sagen, wir ballern mit Dax, weil er killt den auf jeden Fall. Obwohl sie auch, ne? Wichtig ist, wir dürfen nicht daneben schießen. Goodbye. So, das lief definitiv besser. Another one bites the ducks. Beißt's. Another one bites the ducks, really? Geil. Okay. Gönn dir mal. So. Über den ganzen Quatsch, den ewig machen müssen. Sind wir schon Level 8, das ist gut. Haben nicht wirklich Punkte, ha? Huh? Vielleicht hast du einen Punkt bekommen? Hat der. Sauerlauf will ich eigentlich gar nicht haben, weil das ist irgendwie so, Aber ich meine, ein Gegner eine Runde K.O. schlagen kann gut sein, wenn man eh schon im Bedrängnis ist. Leichenfresser ist geil. Er hat die Steinhaut, die hatte vorher doch sie. Im Trailer zumindest. Und ich glaube auch in der Beta. Ja, beziehungsweise, ja, in der Beta war es ja eigentlich. Eine Runde lang vor Schaden geschützt. Hm. Okay. Sollen wir was nehmen? Mehr Gesundheit, den Witzbold. Wenn er Leute auf sich zieht, wäre das sicher nicht schlecht, ne? Aller Gegner in deiner Nähe auf dich ziehen, um diese von deinen Mitstreitern abzulenken, könnte halt gut sein. Aber Sturm und Schuss ist da eigentlich sogar besser und die sind ja exklusiv, also es geht nur eins von beiden. Ich warte noch. Nein, ich will nicht, dass du dich weiter versteckst. Den Pyro, wenn wir den auch noch erledigen können. Und den Medbot. Das Dumme ist, der hat 10 plus 2 Panzerung. Wir haben keine AP-Ammunition oder sowas. Was bedeutet, sie macht 9, er macht mit einem Crit 6. Sie macht 4, er macht mit einem Crit 6. Das bedeutet, wir können gerade so 10 Punkte Schaden machen. Wir müssten aber 14 Punkte Schaden machen, damit er drauf geht. Mit 2 Schüssen, weil wir jeweils noch 2 Armor drauf rechnen müssen. Und das können wir mit keiner Waffe. Das heißt, den können wir im Hinterhalt nicht killen. Den müssen wir killen, wenn er gerade einen heilt. Which sucks. Der Pyro, der ginge vielleicht. Nicht, wenn wir den Marodeur dabei haben. Ich weiß einfach nicht, wie viele wir noch ausschalten können vorher. Und wir brauchen echt eine bessere Waffe noch für sie. Wir brauchen eine gute Waffe für sie. Die einfach Damage-Dealer-Waffe einfach ist. Da drin, den können wir noch ausschalten, I guess. Ach so, warte, aber das ist nur der Jäger. That sucks. Ich meine, wir können den Jäger ausschalten, wenn wir halt Glück haben und treffen, ne? Ich würde sagen, wir machen mal ein Setup, um ihn zu ambushen. Und versuchen das Ganze nochmal und ich speichere einfach vorher, bis es klappt, weil was bleibt uns, ne? Das ist ein bisschen cheesy, I know, aber was bleibt mir noch zu tun, außer das so oft zu versuchen, bis es funktioniert? Guess hier. Es kann doch nur fehlschlagen, Leute. Ich muss sie ein bisschen näher beieinander haben, damit sie alle relativ gleiche gute Trefferquoten haben. So, wir speichern mal. Wie gesagt, ich kann nichts anderes tun, außer speichern.
Wenn der nicht stirbt, bevor die alle da, ne, dabei sind, dann habe ich keine Optionen mehr. Dann müssen wir wirklich. Also Dax muss eröffnen und bei ihm muss das mit einem Crit funktionieren. Okay. Gute. Wir sitzen nicht wirklich gut. Ich verstehe dieses System nicht wirklich, muss ich leider zugeben. Wenn ihr das hier seht, wisst ihr warum. Könntest du bitte anders laufen, so zwischen uns durch? Das wäre viel cooler. Dann hat sie wenigstens auch gute Trefferquoten. Ich will nicht, dass wir geortet werden. Und wir sofort wieder Ende. Der Crit muss halt gehen. Und dann 75%, das ist nicht schön. Das war gut. Sollen wir jetzt nicht direkt geortet werden? Ja, der hat mich gehört, aber er kann noch keinen benachrichtigen. Andy's dead. Schön, dass ihr noch ein bisschen schreit, Leute. Okay. Wir wurden nicht entdeckt. Das ist, was ich wollte. Das speichern wir jetzt auch schnell nochmal, weil wir können. Und jetzt sammeln wir ganz schnell mal mit Dax. Denn hier läuft noch einer rum, das wissen wir. Nur Freigabestufe Alpha. Mimir Notfallprotokoll, bla 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 bla. Artikel 1. Im Falle einer Regierungsunterwanderung werden die Schlüsselträger zur Position Täter beordert. Dort werden basierend auf der Notfallstufe weitere Befehle ausgegeben. Artikel 2. Im Falle eines feindseligen Übergriffs durch aus- oder inländische Parteien werden Schlüsselträger zur Position Nova beordert. Alle Schlüsselträger haben in Begleitung von mindestens 5 Vollstreckern zu erscheinen. Bergungshelikopter sind an folgenden Positionen stationiert. Und dann ein paar, okay. Ein paar Koordinaten. Hoffentlich hilft uns das hier. In Höhenpositionen konnten wir noch nicht nutzen wegen dem Crit. Entdeckerhelm. Träger ist immun gegen kritische Treffer. Oh, that's nice. Das wäre gut bei ihr. Ein robuster Helm, der einst die Entdecker der Altvorderen auf ihrer Reise in das Ungewisse schützte. Seine robuste Bauweise schützt den Träger vor kritischen Treffern. Ich bin geneigt, den Bormin zu geben. Sieht da mega geil aus. Weil sie den Höhenbonus eigentlich braucht, aber sie hat weniger Lebenspunkte. Das heißt, die könnte den Crit-Schutz gebrauchen. Die hat nur 7 Gesundheit. Bormin hat 9 Gesundheit. Dax hat auch 9. Weil wir schon viel investiert haben bei ihm. Und er hat eine Panzerung, das heißt, er hat eigentlich 10 Gesundheit. Aber ich glaube, ich gebe ihn Bormin. Das sieht ja mega geil damit aus. I love it. I love it. Sonst hätte Bormin halt den Dings, aber er braucht Höhenbonus nicht so wirklich. Seine Waffe ist sowieso von der Reichweite her total bescheuert. Ich dachte mir, dass dort was ist. That's funny. Saw a storybook in the Ark about the Ancients. They were wearing suits of armor, just like this. Ja, warum tragt ihr nicht so ein Suit of Armor? Das fände ich voll super, wenn ihr das würdet. Aber voll super, Leute. Seltener Schrott, sehr nice. Gewöhnlicher Schrott. Zumindest Schrottausbeute ist gut. Den Marodeur da müssen wir noch wegziehen, vorher mindestens. Den Medbot würde ich gerne noch wegziehen. Hier ist leider nichts mehr. Ich hatte gehofft, hier wäre noch was. Was uns nützen könnte, irgendeine Waffe oder so. Da ist noch was Geiles drin und der scheiß Medbot hält uns davon ab, es zu bekommen. Aber der Marodeur verzieht sich halt auch nicht. Ich könnte natürlich auch eröffnen mit einer Granate. Könnte mit einer Granate eröffnen. Dax hat eine. Und die da rein würde gut Schaden machen und uns sehr helfen. Nee, das ist genau falsch. Genau das wollte ich nicht. Ich will den an dem Stein haben.
Der muss sehr nah dran sein, viel zu nah meiner Meinung nach. Und die bewegen sich halt nicht, das ist halt kacke. Okay. Sie hat eine bessere Reichweite. Ich hätte sie gern an dem Baum. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, der Baum hier muss es sein. Das ist die Frage. Jemand könnte den Marodeur ausschalten. Es sind noch so viele Gegner hier. Ich weiß nicht, wie ich die wegziehen soll. Das sind allein 5. Warte, da hinten ist noch einer. Wer ist denn da noch? Könnten wir den vielleicht noch ausschalten vorher? 5 plus Medbot. Ich speichere mal. Oh, that's not nice. Ja, wir können den Marodeur instant killen. Ich meine, Dax hat auch die Granate. Ich glaube nicht, dass er nah genug dran ist, um den Marodeur zu töten. So was, ich habe gespeichert. Ich versuche das hier mal. Let me ask you guys something. I hate my life. Also ein Mann aus Metall, ja, schön. Nein, ich will das da. Das hat keinen Sinn. So, wenn wir so triggern, bringt das uns nichts. Ich versuch's mit Dax an der Stelle, wo er jetzt steht. Es ist einfach zu riskant, so da reinzulaufen. Immerhin lädt's schnell. So, aktivieren. Es ist halt alles sehr RNG-abhängig, ne? Wenn wir treffen, ist er tot. Wenn wir die Granate reinhauen würden, könnten wir jeden einzelnen von ihnen treffen und ganz gut Schaden machen und der wäre genauso tot. Also warum nicht einfach die Granate? Wir werden so oder so triggern. Die sind sich viel zu nah, die sehen sich. Und da die, also die müssen, glaube ich, im Kreis sein, schätze ich. Das wäre gameplay-technisch das, was ich erwarten würde. Mal schauen. Mal schauen, wie wir es machen, Leute. Der Part ist leider vorbei. Den Kampf, auf den müssen wir leider beim nächsten Mal warten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar und Bewertung da. Wie gefällt es euch bisher? Ich weiß, ich stelle mich ein bisschen doof an, aber neues System und so, da muss man erstmal reinfinden. Und ich bin nicht der Beste in sowas. Leider. Also, ne, in sowas direkt sich anzupassen. Aber schauen wir mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Tschüss.